So, ich sage jetzt erstmal allgemein, was ich mit dem Differentialgleichungssystem erster Ordnung meine, ohne auf Linearität zu spezialisieren. Und dann später werden wir natürlich nur Lineare angucken, aber vielleicht erstmal ganz allgemein. Ich kann mir natürlich auch Systeme erster Ordnung angucken, die nicht linear sind. Und sowas ist halt von folgender Form. Also ich habe ein System, also sagen wir n Gleichungen, und ich habe quasi n Funktionen, die ich suchen will. Nicht? Und ich habe halt diese n Gleichungen, die sagen mir halt jeweils, was ist die erste Ableitung von meinen Funktionen. Ja? Und diese erste Ableitung ist halt eine Funktion von den anderen, von allen Objekten, Variablen, die ich habe. Also erstmal von meiner Variable x. Also all meine Funktionen, y1 bis yn, sind Funktionen von x. Nicht? Und hier auf der Seite der Differentialgleichung taucht dann eine Funktion auf, die von x abhängt und halt meiner Funktion y1, deren Ableitung ich hier ja nehme, aber auch natürlich von den anderen y1, y2 bis yn. Und natürlich dieses f hier, das ist jetzt eine Funktion für diese erste Differentialgleichung, also mache ich hier noch ein 1 dran, weil in der nächsten Gleichung, da kann eine andere Funktion stehen. Also nächste Gleichung ist halt die Ableitung von y2, ist eine Funktion, jetzt f2, wiederum von all diesen Größen, also von x, y1, y2 bis yn. Also hier tauchen nur die Funktionen auf, keine Ableitung. Ne? Die Ableitung habe ich nur hier und zwar immer nur die erste Ableitung. Und es geht jetzt so weiter bis zur Ableitung von der letzten Funktion, also von yn. Und das ist jetzt irgendeine Funktion, die nenne ich halt fn, von wieder all diesen Größen, x, y1, y2, yn. Ja, und für diese Differentialgleichung, für solche Systeme, hat man jetzt quasi eine ähnliche Theorie oder Aussagen über Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen, wie bei Differentialgleichung n-ter Ordnung. Nicht? Also die Idee, was dort galt, das gilt hier genauso, nämlich, dass ich typischerweise, wenn diese Funktionen hier, wenn es schöne Funktionen sind, dann habe ich Existenz von Lösungen, eventuell nur lokal, nicht? Also nur in vielleicht einem kleinen Intervall, die können explodieren oder so, das hängt halt von den Fs ab, aber zumindest habe ich lokal die Existenz und die sind auch eindeutig, wenn ich halt noch die Anfangsbedingungen vorschreibe, nicht? Und wie viele Anfangsbedingungen brauche ich? Ich brauche halt n Stück, indem ich halt die Werte von y1 bis yn an einer festgewählten Stelle mir vorgebe. Nicht? Also schreibe ich das vielleicht mal kurz hin. Aber das will ich jetzt nicht präziser machen, insbesondere weil ich im Augenblick hier wirklich nicht sagen kann oder auch nicht will, was ich mit schönen Funktionen meine. Na, das hatten wir ja schon bei der Differentialgleichung n-ter Ordnung. Da habe ich diese präzise Version von der Existenz und Eindeutigkeit ja nur für lineare Systeme angegeben, weil da können wir das wirklich sehr viel präziser hinschreiben. Hier müsste ich drüber reden, das sind ja Funktionen von mehreren Variablen. Und da wissen wir im Augenblick ja eigentlich noch so Stetigkeit oder solche Sachen, wissen wir eigentlich gar nicht genau, was das bedeutet. Ja, da kommen wir später drauf hin. Gut, also von daher will ich das hier nur ganz allgemein oder sehr unpräzise sagen. Nicht? Also für schöne f1 bis fn hat man wieder Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen. Hat man Existenz. Eindeutigkeit der Lösung von meiner Differentialgleichung, von dem System. Nicht? Also Eindeutigkeit der Lösung. Und natürlich wieder soll die, also die beiden Bemerkungen, erstmal Existenz wird typischerweise, wird allgemein nur lokal garantiert durch diese allgemeinen Sätze. Und die Eindeutigkeit ist natürlich nur dann gegeben, wenn ich n Anfangswerte vorschreibe. Nicht? Also Eindeutigkeit der Lösung bei Vorgabe von n Anfangswerten an irgendeiner Stelle x0. Also ich wähle mir eine Stelle x0 in meinem Intervall, wo die Funktionen definiert sein sollen. Und an dieser Stelle gebe ich die Werte von all meinen n-Funktionen vor. Also y1 von x0, y2 von x0 bis yn von x0. Gut. Ja,
Okay, und ich will das hier jetzt gar nicht präziser machen, insbesondere das Schön will ich nicht genauer sagen, sondern ich werde jetzt gleich übergehen zu linearen Systemen, wo dann diese Funktionen hier alle linear sein werden. Und dann kann ich natürlich wieder diesen Satz hier über Existenz und Eindeutigkeit viel präziser formulieren.